Das ist, da haben wir viel da und das ist wieder 1000 PS. Das sind die Luft, die Zeppeline, warum sie abgestürzt sind. Ah. Aha. Und die richtigen Kudo-Hörner und da oben ist das, das ist ein Scheinwerfer, aber der hat die richtige Größe Eiform. Hinter dir habe ich den Skilift gebaut. Die Scheibe hat 1,50 Meter Durchmesser, alles händisch und geschweißt und hat sogar alles luftgekühlter Diesel. Wir haben natürlich mit Heizöl und der Kopfverlag, die sind sehr interessiert bei mir. Ich war öfters in Würzburg, aber bin nicht hingekommen. Da habe ich wieder fertiges Rohr. Aber noch, die Leute haben viel Geld und die Deutschen sind übrigens übersparsam. Das wurde uns so beigebracht. Und dort oben ist eine Holzturbine, aber die mache ich ja. Ich habe ja das günstige Material der PVC. Und übrigens, das ist wieder das große Ei. Oh, jawohl, da kann man sehr viel vorzeigen. Aha. Ich habe draußen alles aufgebaut, aber mein Sohn, die haben alles gestohlen. Und hier ist der Klimator. Das war so, sowieso zwei Turbinen laufen. Aber... Das Gerät, ich habe draufgeschrieben Schlauberger. Du musst das Gerät umdrehen und das hängt am Plafond um und da kommt die heiße Luft. Mit 24 Volt, 170 Grad. Oh. Also ich fahre mit Niedertemperatur, weil ich gehe aus dem Haus und das kann tagelang eingeschaltet bleiben, fängt nichts zu brennen an. Ah. Also ich muss sehr vorsichtig sein. Dann die Original. Die Ventilator nochmal. Hm. So, und das in Plastik, deswegen, um zu schauen, So, ich war neugierig, gebe da Perlenketten hinein und sonst nehme ich ja kein Plastik, aber da kannst du durchschauen. Da hänge ich Perlenketten hinein, zwei, und jetzt habe ich hier einen Anschluss, lass Wasser durchlaufen und durch das Durchlaufen. Die teuersten Perlen sind nicht rund. Kugelrand sind sie nicht. Etwas ober. Und da gibt es auf der Südsee Einheimische, die haben alles voller Perlen. Und ich habe da einen Roten Kreuzfahrer, der kommt, wo er noch lebt, er war im Herbst noch da. In der Nähe von Hamburg ist er. Und sage, bitte, du fliegst überall hin, hol mir einen ganzen Karton echte Perlen von der Südseeinsel. Sag ich, bezahl alles, die sperren dich sofort ein. Ja melden, ja nicht schwarz. Aber geht zu den Einheimischen, wir brauchen ja nicht diese super teuren, sondern die können schon, also die zweite Garnitur. Weil das ist ja ganz was. Um jede Perle dreht jetzt das Wasser Hochzeitstanz der Moleküle. Ja. Einmal links, einmal rechts. So, lass Wasser durch. Ohne Druck. Einfach nur auslaufen lassen. Und jetzt ist das Wasser informiert die Perlen. Und jetzt drehe ich es um, kann gar nichts machen, folgt die ganze Perle als Spirale. Ah, ja, genau. Ist das nicht herrlich? Jawohl. Das sind aber, weil, wenn man alleine ist, dann probiert, schaut erst mein Küchentisch. Und aber ich lerne. So, ich baue das nächste Größe. Da ist schon alles drinnen. Das sind so Autoantennen oder Radioantennen. Und auch wieder. Und der Spruch heißt, das Wasser über sieben Steine ist wieder sauber. Und auch wo Plastik, kommt der Spruch her? Ja, uralt. Uralt, Weil... Ja, das ist Schauberger Wissen. Aha. Die Schauberger kommen, ist ein altes Geschlecht, kommt aus dem Bayerischen Wald, da bei Nürnberg herein. Also Regensburg, da herein, diese Wälder. Das waren Urwälder früher. Das gibt es zum Teil wieder. In der Nähe von, ich war ja dreimal oben am Lutherberg. Und da musste ich oft sehr lang warten. Und dann bin ich eben hinausgefahren durch die Wälder. Da gibt es so dicke Bäume noch. Auch diese alten Flüsse sind zwar alle voll mit alten Gerümpel, die jetzt meistens sich auch sauber machen. Und bei Göttingen, ich kam ja überall hin. Ja,
Und nur auf schöne Plätze. Dieser Vertrauensmann von unserem Präsidenten, der hat 100.000 Schilling vorausbezahlt. Mhm. Und ich habe mich nie vergriffen. Ich habe immer nur abbuchen müssen. Mhm. Und also Ungarn. Ja. So viel gelernt. Und jetzt, das sind natürlich Kupferbleche, Messingbleche, aber sonst habe ich Gold. Ja. Immer diese Gold. Und der Draht, der Innendraht ist aus Silber. Ach, der Draht, wo die Perlen aufgefädelt sind, ist aus Silber. Jede Perle aufbohren auf 1 Millimeter. Mhm, muss aber, ich hatte so gute, dicke Haut, also Mechanikerfinger. Mhm. Jetzt habe ich ja schon Hebammenfinger. aber jedes Loch durch und diese Zwischenräume habe ich aufgefüllt mit verschiedenen Quarzsand. Mhm. Immer ein Löffelchen dazu. Und mit dem Vorspann hineinziehen, mit dem Silberdraht. Mhm. Und dann biege ich diese Goldblättchen auf und durch das Strahlrohr kriegst du es nicht mehr raus. Ich krieg's hinein, aber ganz geschickt muss ich sein, kriege es hinein. Mhm. Und nach Jahren war ich neugierig, habe es wieder aufgemacht. Mhm. Und zwar zeige ich dir jetzt, was mir das Leben gerettet hat. Oha. Ich war im Sterben. Im Krankenhaus davon gelaufen. Und da ist wo das Kupferrohr. Nein, Sauerstahl. Nein. Bleiben wir da. Gut, machen wir erstmal das nächste hier. Bleiben wir da. Gut. So. Da ist ein Vierkant. Und diese Wellen, es gibt mehrere Ausführungen. Diese Wellen, die Welle ist hier mit Federn, die kann ein bisschen schwingen. Ja. Und dieser Rotor, warte, wo ist der andere Rotor? Du kennst sie, aber die sind so steil. In Schwerpunkt in die Achse verlegen. Du kennst die Eisläufer oder Eisläuferinnen, ja, die fahren mit den Schlittschuhe und dann gehen sie eine gewisse Kurve und es wird immer schneller, immer schneller. Ja. Wer treibt die an? Das wird so schnell, die halten das nicht mehr aus, machen sie es so. Mhm. Wer treibt die an? Diese berühmte Kurve, wo die Natur, die Sterne, alles Selbstantrieb. Das ist der Spin des Moleküls. Mhm. Also der Atomkern wird umschwirrt von Elektronen und eine Eigenrotation. Ja. Da brauchst du gar nicht, das dreht sich immer. Das dreht sich von selber, so, genau, alles. Zum Glück habe ich diese Mikrofilme gesehen, auch die Befruchtung, was sich da abspielt, wie die ersten Venen, Arterien, Blutphasen beginnen, plus, minus, also der Sog. Alles, was wir da drin, gerade besonders das Wasser, ist ja voll Feinkristalle informiert. Ja, ja, ja. Alles informiert. Und jetzt, bei nüchternem Magen, funktioniert der ganze, gehst du geistig mit. Was macht jetzt das Wasser? Aha, und dann verschwindet es langsam. Mhm. Es wird ja so verdünnt. Und du kannst auch die Flasche auf einmal trinken, ist ja kein Gift. Mhm. Natürlich ist da was los, wenn du im Sterben liegst. Ist ja dir passiert. Mhm. Der Schauberger hat mit der Ärzte zusammengearbeitet. Und da gab es, sagt er, gebt mir die Leute, die sterben. Mhm. Die schreien vor Krebs. Mhm. Und dann haben sie das Wasser getrunken, ganz wenig. Und die wurden ruhig und kamen geheilt nach Hause. Mhm. Die Ärzte waren begeistert. Und dann haben die Apotheker gestreikt und haben gesagt, stopp, das darf nicht sein, nur wir sind zuständig. Mhm. Und dann wurde es verboten und beschlagnahmt, die Apparatur. Und das, alle, die Bewacher, alle haben gesagt, oh, wir haben noch Wasser. Ja. 70 Liter täglich gemacht. Mhm. Kannst du viel versorgen. Ja. Und ich glaube, der Hitler hat es auch täglich getrunken. Da ging ein Flugzeug täglich nach Berlin. Mhm. Und Hitler wurde auch sehr viele, also ich,
Ich rede davon, ich war aber ein Gegner von Hitler, weil ich gesehen, was passiert. Ja. Es wird ja alles verlogen. Das Volk hat ja keine Ahnung.